Vorwärts. Da. Da. Nehmen Sie Platz. Tatbestand, Einbruch. Weltparadies Weissbrot an der Bahnhofstrasse. Wissen Sie zufällig die Hausnummer? 3. Konnte mit der Beute, der wurde mit der Beute auf der von Polizeiwachmeister Alois Keller verhaftet werden. Hauptwachtmeister. Bist du aufgestiegen? Name? Graber Richard. Graber-de-Fleury. Ja, was schaust du so blöd? Ich habe in der Zwischenzeit geheiratet oder darf einer wie ich nicht heiraten. Wohnort immer noch der Holstrasse. Schon lange nicht mehr. Sausenbergstrasse 22. Zürichberg oben? Ja, wir haben Glück gehabt. Wir haben eine schöne Attika, die ich kaufen konnte, weißt, zwischen der Villa Butzmann und der neuen Überbauung von der Bank Fontobel. Wir haben eine wunderschöne grosse Terrasse und wenn es föhnig ist, kann ich bis an klaren Alpen sehen. Entwendete Gegenstände. Was kostet so ein Pelz? 5'000-6'000? Bist wahnsinnig. Ich schenke meiner Frau doch nicht so einen billigen Mantel auf den Hochzeitstag. Das hier, das ist ein sibirischer Wüstenzobel, der kostet mindestens 30'000. Was ist eigentlich der Frau ein 30'000 Franken Mantel? Ja, musst die Frau ein bisschen verwöhnen. Aber das hast du noch nie begriffen. Du bist schon in der Schule so ein Knauseriger gewesen. Passen Sie auf, Herr Graber. Jetzt hör mal auf mit dem Herrn Graber. Wie lange kennen wir uns schon? Wir sind noch zusammen ins Bühlschulhaus. Wie haben Sie mich gesagt? Warte. Es kommt. Der Wiese in der roten Strumpfhose. Das sind keine roten Strumpfhosen, das waren lange Unterhosen. Und was Dutzend anbelangt, trenne ich das streng zwischen dem beruflichen und dem privaten. Und in den letzten 30 Jahren haben wir nur beruflich miteinander zu tun gehabt. Ich habe noch etwas, was Knauserige anbelangt. Ich habe meiner Frau auf den letzten Hochzeitstag eine Bügelstation gekauft. Mit einem Dampfbügel und einem speziellen Aufsatz für Temper. Das hat alles in allem 1179 Franken gekostet. Das ist, wenn man es verdienen muss, ein Haufen Geld. In dem Fall bist du immer noch mit der Margrit zusammen. Jetzt ist mir ab mit einem jungen Kantonspolizist. Wir sind gerade in einer Kampfscheidung. Wie lange sind ihr denn zusammen gsi? Wenn der erst vor kurzem noch den 30. Hochzeitstag hatte und wie Sie ja wissen, sind wir schon Schulschätze gewesen. Also mit anderen Worten, ich habe fast 40 Jahre gebraucht, um herauszufinden, was für ein Langweiler du bist. Wir hatten eine sehr lebendige Beziehung. Wir sind 35 Jahre lang jeden Sommer in Schwarzwald Ferien machen. Und an den freien Wochenenden auf Wildhaus wandern. Und einmal im Jahr habe ich sie mitgenommen als Country-Festival. Ah, dann sind wir amigs auf Nashville. Ins halbe Gürtel rauf. Ja, darum gehe ich amix auf Nashville. In einer guten Beziehung geht es um den Alltag. Dass man jeden Morgen neben jemandem aufwacht, den man gern hat. Und um die kleinen täglichen Gäste. Dass zum Beispiel immer ein frischbügeltes Hemd parat liegt. Für was brauche ich ein frischbügeltes Hemd? Also das Bedürfnis habe ich noch nie gehabt. Dann ist ja gut. Weil dort, wo Sie jetzt hingehen, brauchen Sie gar kein Hemd mehr. Dort haben Sie sehr schöne graue T-Shirts. Und was Ihre Aussicht auf die Glarner Alpen betrifft, hoffe ich, die haben Sie sich gut eingeprägt. Wie Fetzag sehen Sie selbst bei besten Föhnlage, nur an der Wand hin. So, wenn wir schauen, wo wir Sie jetzt Nacht unten bringen. Sali, Marcel, ich bin's, Alois. Los, kann ich dir schnell einen bringen? Was, ganz Urania voll? Ah, wegen der FIFA.
Und auf der Kaserne? Nein, kein Asylant, ein Bündner. Und das Bezirksgefängnis? Nein, nicht nächste Woche, heute. Das kann doch nicht sein, dass in der ganzen Stadt keine Zelle frei ist. Ah, Zoliken, das ist eine gute Idee. Ich probiere es schnell. Danke. Ciao, Marcel. Ciao, 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 ciao. Du, da hat es doch eine Zelle. Kommen Sie sofort von dieser Tür weg. Leck, was ist denn da passiert? Werden ihr seit neuestem vom Möbel Pfister gesponsert? Sieht zwar eher wie ein Lipo-Möbelposten aus. Du, kannst du noch sagen, die Matratze dürfte ein bisschen weicher sein. Kommen Sie augenblicklich zu dieser Zelle aus? Nein, ich komme gerade vom Arbeiten, wie du weißt, habe ich heute einen Scheiss-Tag gehabt. Soll ich Ihnen mal sagen, was ein Scheiss-Tag ist? He? Heute Morgen als erstes läutet mir der Anwalt von meiner Frau an und sagt, das Haus, das ich während 18 Jahren lang selber umgebaut habe, wäre ihr zugesprochen. Und suchen Sie in dieser Stadt mal eine zahlbare Wohnung. Nach 25 Absagen bin ich mal neu mit endlich in die engere Auswahl gekommen. Jetzt läutet mir am Nachmittag die Verwaltung an und sagt, es wäre kein Polizist im Haus. Und heute Abend, als ich mir es hier gerade ein bisschen gemütlich gemacht habe, kommt wegen Ihnen noch ein Alarm hin und jetzt liegen Sie alle mit den Schuhen im Bett drin. Sag mal, du wohnst da drin? Ja, erst seit 2 Wochen. Ich darf gar nicht daran denken, was passiert, wenn das jemand herausfindet. Polizeihauptwachmeister muss in der eigenen Zelle wohnen. Der ist gut, ja. Du, der ist saugut. Ja, lustig, sehr lustig.